Aber das hat auch Priorität, jetzt das zu machen. Hey. Digga, ist. Oh, so. Nimm hässlich mit. Okay, komm, hässlich. Was denn So, wir genau? brauchen noch Die irgend. beiden werde ich in nichts einbeziehen in den nächsten Tagen, die anderen beiden. Die können sich ficken. Das Ding ist, wenn Jaan mitfliegen möchte, kann einer von euch beiden nicht mitfliegen. Kümmert ihr euch beide trotzdem darum erstmal und guckt, wie ihr das macht. Ich sag euch noch Bescheid. Wenn ihr Ja, wir brauchen auf noch dem Berg eine. steht und den Heli habt quasi, dann müsst ihr mir Bescheid sagen, dann sage ich euch, ob ich ein oder zwei Plätze brauche. Ja gut, ist ja scheißegal. Wir können Dann ja das Ding einfach. zwingt ihr ihn zu fliegen zum Dings. Hä? Wir fliegen einfach selbst. Nee, Der kann nicht Digga. fliegen. Kannst du nicht fliegen? Bruder, du musst einen Medic dazu zwingen. Seid ihr besoffen? Warum ihr? Ich hab doch gar nichts Wieso? gesagt. Bist du Ich flieg besoffen? einfach selbst. Nein! Du musst auf dem Macebank Tower landen und so eine Scheiße. Komm mal klar. Ich will nicht sterben, Junge. Du kannst Heli fliegen, Alter. Okay, also wir brauchen noch jemand hässlich, Ja, was sollen weil wir genau machen? Heli klauen oder wir was? sollen Heli, wir sollen Mediziner dazu zwingen, dass wir auf dem Macebank Tower landen. Das heißt, wir brauchen eine verletzte Person und zwei Leute, die überfallen. Der Song auf Willi habe ich echt keinen Bock bei so einer Aktion. Pass Der ist auf. mir zu hektisch, Digga. Ey. Erkenne? Kendall, kannst du uns helfen, einen Helikopter klauen? Nein! Warum? Auf keinen Hilft Fall! Warum? Was Ist er ist doch easy gemacht. Wir nehmen will mit. ich? Ich will keinen Helikopter klauen. Hey, du gehst mit denen jetzt. Müssen wir jetzt unbedingt den Helikopter als Geisel Ja, nehmen? ich Ey, ich brauche wollte einen, um gleich einmal auf den Macewing Tower. schlafen. Wolltest du, ist nicht willst. Es hat sich gerade geändert, Schatz. Du musst denen auch nur helfen. Du musst nicht mitfliegen. Du musst denen nur Und wo helfen, soll die ich den hochzunehmen. holen? Ich verstehe gar nicht, wieso ihr nicht zu zwei Medics Ja, hochnehmen habe könnt. ich Habt auch ihr eben Angst, dass gesagt. sie Ja, ein weil einer Skalpell ja da ziehen? liegen, weil einer da liegen muss. Ja, dann kommst du raus. Ja. Ja, okay. Ja, Einer gut, muss da dann liegen Nobby, du und liegst. zwei kommen da Du musst auch nicht Nobby, einer mitfliegen. Es reicht fliegt doch. nur einer von euch mit oder Nobby, dann zwei. schlage ich dir Eben. gleich oben irgendwo in der Nähe Nein, ich leg mich da einfach auf den Boden Mike, und ihr ich springt da schlag raus. dich! Nein, du schlägst mich nicht, verdammte Wir Hacke. fahren Ja, jetzt zu natürlich zweit, schlag jetzt ich lass dich! los. Geh jetzt Frank, mit. Frank. Ja. Guck mal, alles ist dreieckig hier. Dreieck. There is a Dreieck and you are Kreis. Guck mal, du bist Dreieck, ich bin Winkel, das passt. Ey, Dreieckswinkel. Wo ist Nobby? Tot. Der ist doch genau unter uns. Da kommt er doch Hey hoch. Leute, wie ist denn die Nummer von den Medizinern? 912. LSFT hast du im Telefon. Du hast im Telefon LSFT drinne. Ey, Schnorbi, Danke. Alter. Sie hinlegen. Will keiner Schnorbert. dran. Och, Ist Schnorbert. niemand da oder geht niemand dran? Ne, ist glaube ich besetzt oder so. Och, Ja, okay. Schnorbert, Dann versuch gleich Alter. nochmal. Ja, okay. Euch erkennt man halt vor allem, wenn der Helikopter anfliegt, überhaupt nicht, ne? Okay, Buschi. Jetzt sind aber nicht hier oben, Dispatch, ne? Ein bisschen weiter weg hier. Oder. Hallo, hier ist der Nobby. Ich brauche Hilfe. Der Nobby, nicht der Nobby, Nobby. Ich bin ganz stark umgeknackst und jetzt blute ich so. Ich habe so Schürfwunden am Bein. Dag sagt direkt, die Ja. Helikopter kann hier nicht landen. Hier kann man nicht Aber landen. ja, aber ich glaube, hier kommt kein Krankenwagen hin. Ich habe Angst, dass ich sterbe. Aber hier kommt kein Krankenwagen hin. Aber ich brauche nur den Kopf oder so. Ich bin im Norden. Oben in den Bergen. Ja. Danke, ich brauche unbedingt Hilfe. Ja, ich glaube schon. Ja, Der mein Knochen guckt Ziel raus. tut weh. Der Knochen guckt raus. Ja, da guckt so ein bisschen der Knochen raus. Ja, da guckt der Knochen raus. Oh, ich bin so traurig. Ja, ich habe ein T-Shirt. Shirt. Ja, am Februar. Ich kann's nicht. Schick mir doch jetzt bitte so einen Helikopter. Danke. Schick Okay, mir bis doch gleich. so einen Ja, Helikopter. ciao. Kommt einer?
Okay, ja, der hat gesagt, er sucht einen Piloten und er ist schon auf dem Weg. Also gibt's jetzt einen Piloten? Ja, dann sende. Ja, ich glaube schon. Dann sende da hinten bei dem ganzen. Ich hab da oben Dispatch beschrieben. Ah, perfekt, ja. Ehrenmann. Ja, dann warten wir. Komm mal. Ah, warte, ich weiß wo. Komm, ja, ihr müsst euch jetzt verstecken, bevor der kommt. Oh, ich hoffe, keine Cops drin. Okay, jetzt. Wie sollen wir das denn machen? Jetzt hin. Warte, bleib hier. Komm zurück. Ich muss erstmal einen Landepunkt finden. Wir müssen das auch. Pass auf, wir müssen das gleich aussehen lassen wie bei einer Geiselnahme. Ja, wir nehmen ihn als Geisel, wir brauchen ihn. Ich nehme ihn mit, du gehst in den Heli, bedrohst ihn und dann zieht ihr den Plan durch. Also du. Ich nehme Lobby mit. Hä, aber er sagt irgendwie, wir sollen das aussehen lassen. Warte mal. Ja, ich weiß, was er meint, dass ich Nobby mitnehme. Nobby ist meine Geisel. Und du nimmst den Helikopter als Geisel. Okay. Ja, aber mit dem Mace Bank Tower, das verstehe ich irgendwie nicht. Ja, scheiß drauf. Wir ziehen das jetzt durch, wir haben keine Zeit mehr. Chill kurz, bis der Motor aus ist. Ich verstehe nicht, was du von mir willst mit Geisel aussehen lassen wegen dem Mace Bank Tower. Wir müssen euch doch erstmal einsammeln, komm. Ist die doof? Hä? Sind die weggeflogen? Unten, haut ab! Hä? Da ist er. Hä? Ey, es gibt's nicht. Warte, nicht rauskommen, bleib hier im Busch. Ja. Warum? Hä? Geht der wieder weg? Warte. Vielleicht will er hier nur richtig landen. Warte. Oh, jetzt ist perfekt. Landet er? Jetzt ist perfekt, wir nehmen ihn direkt hoch. Direkt hochnehmen, wenn er ausschaut. Ja. Jetzt? Kümmer du dich um Navi, ja, okay? Zugriff. Ich ruf gleich zurück. Sofort aussteigen, Hände hoch. Sofort Hände hoch. Du bist tot. So. Pass auf, ich nehme dir mal kurz dein Handy ab und dein Funkgerät. Warum bist du hier? So. Weil ich ein Dispatch bekommen habe. Von wem? Funkgerät und dein Handy abgenommen, du kannst die Hände erstmal wieder runternehmen. Von wem? Wir haben den Dispatch bekommen, das kann ich eigentlich sagen, dass einer hingefallen ist und der hatte was am Knie. Bleib hier, ich such kurz, ich guck kurz. Du kümmerst dich um ihn. Wo bist du? Komm jetzt zum Auto, wo das steht. Das Auto. Ja. Ich nehme dich als Geisel jetzt. Jalla. Ja. So, mitkommen. Geh voraus. Stopp. Und jetzt geh gemütlich. Humpel ein bisschen. Mach authentisch. Ich weiß nicht, was ihr beide hier sucht, ja? Das ist der falsche Ort für euch. Wer bist du und warum bist du hier? Ich hab doch Schmerzen im Knie. Aufhören. Ihr seid ja ganz falsch. Du steigst mit ihnen in den Helikopter. Ihr macht einen schönen Rundflug und ich nehme ihn mit. Nein, bitte. Ich kümmere mich um dich. Komm mit. Ich hab nichts gemacht. Selber schuld, wenn du dich hier rumtreibst. Komm jetzt mit. Hilfe! Retten Sie mich, Mr. Arzt.
Ey, bleib. Ey, komm mal her. Bleib stehen. Bleib da genau stehen, wo du bist. Ja. Was? Was denn? Medizinische Behandlung. Was braucht er dann? Also, der Dispatch, also er hat wahrscheinlich angerufen, so zu Hause, wie er sich anhört. Warte mal. Der ist nach unten gefallen und hatte dann das Knie übelst am Bluten, da soll auch anscheinend der Knochen rauskommen. Komm mal rüber. So, jetzt so non-off-front gegen euch. Ne? Obwohl. Oh, Tarek, komm mal her. Tu mir einen Gefallen, fahr du mal mit ihm zum Krankenhaus. Du gibst ihm jetzt eine Erstversorgung. Mein linkes Knie, okay. Ich bin Fahrrad gefahren, Offroad. Mit so einem Mountainbike. Und dann bin ich auf die Fratze gefahren. Okay. Ja, jetzt war die da. Mach das notdürftig, ich kümmere mich um ihn. Ich will nach Hause. Und wie ich stark sind meine Schmerzen. Ganz stark. Ich würde dir jetzt ein Schmerzmittel geben. Wenn das von den anderen Leuten eher okay ist. Ja, gib ihm ruhig ein Schmerzmittel. Ich bin so traurig. So, Achtung, dass wir jetzt noch kurz pieksen. Ach, komm on. Ich stirb einfach fast. Jetzt stell dich mal nicht so an. Entschuldigung, ich mach's nicht mal. Entschuldigung. Was hast du überhaupt gesucht? Ich hab doch gesagt, ich bin Mountainbike gefahren. Ich geb dir mal kurz das Handy und dann bin ich so auf viel geprettert und hab mich auf die Klasse gelegt. Ich will nach Hause. Ja. Kümmer du dich mal um ihn. Wir fliegen mal eine Runde. Oh Gott. Und du kommst jetzt mit. Ja. Mach mir bitte nicht weh. Geh voraus. Geil, hässlich. Das war großartig. Das war wirklich großartig. Aber ich glaube, er hat in seinem Schockzustand gar nicht gemerkt, dass er kein Knochen rausguckt. Warte, müssen warten, bis er weg ist. Ja. Bleib da stehen. Bleib stehen. Muss Frank anrufen. Ja, Mann. Okay, korrekt. Frank? Ja, du sagst gar nichts. Ich weiß doch gar nicht, ob du abgenommen hast. Ja, der Helikopter ist jetzt in der Luft. Ja, okay, alles klar. Tschüss. Guck mal, wir zwei, ich sag mal, Dullis und Kendall haben es geschafft, einen Helikopter zu klauen und die anderen nicht. Das ist geil, das ist doch ein geiles Gefühl, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das hier ist mal ein Cop-Heli, wir steigern uns. Aber das Ding ist halt, das finde ich halt immer schade, dass die Leute einem das halt auch gar nicht zutrauen. Ja. Weil die denken, dass man doof ist. Ja, selbst wenn du doof bist, ne? Kriegst du es hin. Ja, eben. Vielleicht ist man manchmal so schlau, dass man vor lauter Schlauheit die Bäume nicht mehr sieht. Also meinst du, ich laufe über vor Schlauheit? Ja.